Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde bei Dwarf Fortress. Unser Fort sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Also einigermaßen gut, aber wir haben noch viel zu tun. Lass mal kurz gucken, was die Jungs hier oben treiben. Du bist ein X-Bow. Du bist ein Doc. Was treibt ihr denn da? Ah, ihr versucht den Pod zu füllen. Okay. Ja, kann ich euch nicht verübeln. Beziehungsweise sei nicht sinnlos. Hier ist der Dinger ist zugefroren. Jupp, hier ist alles zugefroren. Gut, wir haben noch einige Dinge zu tun. Erstmal will ich hier kurz hingucken. Oh ja, hier ist alles schon ausgehaulert worden. Oder ausgemeinert, besser gesagt. Unsere neue Shooting Range und unsere neuen zweiten Baracken. Die zweiten Baracken kriegen jetzt erst einmal ein Armor-Stand. Den platzieren wir einfach mal hier. Davon haben wir ja einen. Und ein Weapon-Rack auf der anderen Seite. So. Dann brauche ich mit Q die Dinger hier. Die werden jetzt removed. Dafür wird wieder Mason gebraucht. So. So. Jetzt ist hier nur noch eine Baracke für die Oceanic Palisades übrig. So, das heißt aber, wir brauchen neue. Wo sind sie denn? Ja, da muss ich auch immer mal wieder suchen, wo die Sachen sind. Das Archery Target, genau. Groß A. Archery Targets. Ruhig aus Gabbro Blöcken. Noch ein Gabbro Block. Ups, das war Granit. Nein, nein, nein. Q. X. So, danke. Building Groß A. Gabbro Block. Groß A, Gabbro Block, Groß A, Gabbro Block, Groß A, noch ein Gabbro Block, noch ein Gabbro Block. So. Gut. Lassen wir mal weiterlaufen, gucken mal kurz. Okay, die brauchen alle Architektur. Architekten müssten wir ja welche haben. Nächster Schritt, wir brauchen einen weiteren Raum und zwar für unsere anderen Tiere. Hier haben sich ja die Hunde komplett eingenistet. Also, Designation Mining. Wie immer. Eins zu wenig. So und so. Den kleinen Durchgangsraum machen. Escape. Das war nämlich falsch, sondern so muss das sein. So. Gut. Der eine macht Kupfer Battle Axes, der andere trinkt. Okay. Der Woodcrafter ist ein guter Woodcrafter. Ja, gut. So, jetzt gehen wir mal kurz in unsere Stocks. Da haben wir nämlich in der letzten Folge Sachen eingekauft, die wir gerade nicht brauchen. Bronze Battle Axe, die verboten ist. Bronze Crossbow, der verboten ist. Silver Warhammer, Das liegt aber nicht alles noch hier drin, oder? Erwarten wir erst einmal ab, dass die Karawane verschwindet, weil hier in den Stocks stehen auch die Sachen, die nicht uns gehören. Also gerade Waffen und so weiter. Wir wollen ja nicht aus Versehen die Karawane beklauen. Jetzt
So, währenddessen gucken wir mal kurz. Unsere Masons bauen Gebäude auf. Das müsste hier oben sein. Jupp. Schön die Mauer aufbauen. Und wenn die ganze Mauer steht hier rum, dann machen wir das kleine Fitzelchen da noch zu. Dann müsste unser Refuse-Stockpile hier unten sicher sein. Sehr gut. Wir haben noch sehr viele Fässer und Barrels. Also Pots. Barrels sind Fässer. Und wir haben da die Sachen aufgestellt für die zweiten Trupp. Den würde ich jetzt gerne mal auch Create Squad Appointed by this Leader. Wird dann der Squad, wenn ich das so mache und den Expo gebe, so. Hey, cool, es wird mittlerweile angezeigt, wer schon in einem Squad drin ist. Also ist gut. Gut so, weil früher wurde das nicht angezeigt, da musste man, deswegen habe ich die X-Bower als die, also den zweiten Squad als X-Bow 2 deklariert. So, also. Dann suchen wir uns mal X-Bow 2 Leute raus. X-Bow, Howler, Howler. Da sind X-Bow 2 Jungs. So, X-Bow, X-Bow. Noch ein X-Bow. Nein. Der Kit. X-Bow. X-Bow. Noch einer, noch einer. Noch einer und noch einer. Ich glaube, 9 Stück hatten wir. Ich gucke nachher mal im Serverpist gucken, aber ich glaube, es waren nur 9. So. Damit haben wir den zweiten Squad. Und die kriegen bitte hier ihren Trainingsraum. Vorher Türen setzen hier. So. Bitte. Weil ich möchte den Bereich hier nicht im Trainingsraum haben. Nachher mache ich aus dem Bereich hier und dem Bereich hier Shooting Ranges für jeweils ein Squad. Ah, und ich muss mal kurz ins Military gucken, und zwar in die Emme. Genau, die kriegen nämlich hier erst einmal Bolzen und noch mehr Bolzen. Die kriegen nämlich genau dieselben Einstellungen. Training weg, das hier sind nämlich dann Holzbolzen, das hier sind Metallbolzen und das hier sind, ups, das hier sind wupp, Knochenbolzen, so. Und jedes reduziere ich mal auf 50, dass jeder auch nur 50 davon mit rumträgt. So. Gut. Das ist dann auch schon mal geklärt. Die müssen noch jetzt noch vor den Masons geschliffen werden. Während ich da immer noch darauf warte, dass die Karawane geht. Kann ich mal kurz gucken, was sie so machen. Tame, tame, tame. Zoom Creature. Und der steht einfach nur da rum. Na, eigentlich müssten die schon längst aufbrechen. Oder?
Wir haben Exporte, wir haben Betten, die fertig sind. Wir haben ständig die Fehlermeldung, dass wir die Pont nicht füllen können. Und die sind, haben sich bereit gemacht für ihre Reise. Aber sie stehen immer noch darum. Manchmal sind sie komisch. Und wir haben einen Farmer, der seit einer Woche verloren gegangen ist. Was zur Hölle? Warum vermissen wir seit einer Woche einen Farmer? Oh, die haben noch gar nicht mit uns diskutiert. Okay, wir brauchen im Augenblick nichts. Obwohl. Wir nehmen gerne Ambosse. So. Ambosse und Waffen? Nö. Ammo? Nö. Pets. Oh ja. Drake hätten wir gerne. Duck. Sau nicht. Hen und Roster aber. Und Turkey, Hen und Gobbler. So. So, das hätten wir gerne alles. Vielleicht noch etwas Fleisch. Fleisch, Fleisch. Dum, 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 dum. Nö, aber Fisch. Nehmen wir etwas Pond Turtle und etwas Käfisch. Und das war's dann. So. Das finde ich jetzt aber echt nicht gut, dass wir schon seit einer Woche einen unserer Farmer vermissen. Und dass mein Leader überall Sachen rumliegen lässt. Was hat er denn da liegen gelassen? Auf seinem Stuhl. Handschuhe und Schuhe. Ja, super. Was sagen meine Cloth-Bestände? Wir haben genug Cloth, dass ich mal in den Manager gehen kann. Walkdoors werden noch konstruiert, aber ich hätte gerne Schuhe. Cloth-Schuhe, genau. 10 Stück. Und ich hätte gerne Gloves. Cloth-Gloves, auch 10 Stück. So. Hier sind zwar ein Haufen Sachen schon eingelagert. Aber hauptsächlich Cloaks und so. Hm? Socks, das ist alles schon das, was mit einem X markiert ist, ist schon leicht angeritzt. Was mit einem großen X markiert ist, ist schon stärker beschädigt. Und die hier sind alle leer. Also ja, es liegt ein Haufen Müll da drin rum. Gut. Ich habe so das Gefühl, unser vermisster Farmer ist irgendwo im Wasser gewesen und ist jetzt eingefroren. Und wir haben noch irgendwelche wilden Endemützen. Kestrel und ein Stinktier. Also ja, das Kestrel wird der Vogel da drüben sein. Das Stinktier, keine Ahnung, wo es ist. So, aber jetzt sind die Türen drin. Also kann ich hier eine Baracke draus machen. Und kann den behandschuhten moralischen Grooves, ganz toller Name, sagen, sie sollen hier trainieren. Sie sollen hier ihr individuelles Equipment und ihr Squad Equipment lagern. In den Weapon Racks und Armor Stands. So.
als nächstes noch ins Militär gehen, weil wir müssen denen noch den Schedule sagen. Und zwar sollen sie genau dann, wenn die anderen trainieren und auf Dienst sind, nichts machen. Also Cancel Order, Cancel Order, Cancel, Cancel, Cancel. So. Sleep in Barracks, Sleep in Barracks, Sleep in Room. Ja, das lassen wir so. Gut.